Guten Tag, mein Name ist Miriam. Ich arbeite bei Cerule im Kundenservice als Teamleiterin. Diesmal sprechen wir über Plasmaflow, ein weiteres Nahrungsergänzungsmittel von Cerule. Bevor Sie sich dieses Video ansehen, lade ich Sie ein, sich zuerst die Einführung zur Stammzellen und die Präsentation von Stemmenens Ultra anzusehen. Sie finden beide Videos in der Telegram-Gruppe für Unternehmer und in Ihrem Backoffice. Letztes Mal haben wir während der Präsentation von Stammzellen über freie Radikale gesprochen. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen mehr dazu sagen. Freie Radikale entstehen in allen menschlichen Zellen. Zu jedem Elektron gehört ein Proton, also eine Art Partner. Aber es gibt auch Moleküle, die ungepaarte Elektronen besitzen. Man bezeichnet diese Moleküle als freie Radikale. Hier zum Beispiel auf dem Bild sehen Sie ein Molekül, dem ein Elektron fehlt. Und da diesen Molekülen ein Elektron fehlt, sind sie sehr instabil. Sie greifen gesunde Zellen an. Sie können, weil sie deren Elektronen nehmen wollen, sie können im Organismus Schäden anrichten. Sie attackieren sowohl schützende Zellmembrane als auch lebensnotwendige Lipide und Proteine und schädigen unsere DNA. Diese freien Radikale entstehen durch schädliche äußere Einflüsse wie UV-Strahlung, also beispielsweise Solarium und Sonnenlicht, Umweltgift und Schadstoffe, Zigarettenrauch, schlechte Ernährung, Entzündung, Alter, extreme körperliche Aktivität und Leistungs- und Hochleistungssport. Wie Sie hier auf dem Bildschirm sehen können, besteht Plasmaflow aus Pflanzen und Früchten. Wir kennen uns jetzt gut über freien Radikalen aus. Ein Überschuss an freien Radikalen führt zu sogenannten oxidativen Stress und Inhaltsstoffe wie Sanddorn und Oliven helfen, diesen oxidativen Stress zu bekämpfen. Top-Unterstützer im Kampf gegen oxidativen Stress sind dabei antioxidativen Inhaltsstoffe wie Zitrone, Kakaobohnen und Astaxanthin. Astaxanthin hier auf dem Bild ist ein roter Farbstoff, der aus Mikroalgen stammt. Und dann haben wir Rotucola, der bei der peripheren Blutzirkulation hilft. Also es hilft uns bei der peripheren Blutzirkulation und Ginkgo Biloba hilft uns bei der Mikrozirkulation. Die Mikrozirkulation ist Zirkulation, die in den feinsten Kapillaren stattfindet und eine gute Mikrozirkulation ist wichtig, weil die Stammzellen genau durch diese feinen Kapillaren sich bewegen. Welche Rolle spielt Plasmaflow? Was sind seine Wohltaten? Wir haben es gerade gesehen, Gotu-Kola und Ginkgo Biloba, zwei Inhaltsstoffe von Plasmaflow, unterstützen und optimieren die Durchblutung und die Mikrozirkulation. Die Mikrozirkulation, Sie sehen es hier auf dem Bild, macht sich durch diesen feinen Kapillaren, durch welchen die Stammzellen sich bewegen. Durch andere Inhaltsstoffe hilft auch Plasmaflow, übermäßige Fibrinbildung zu reduzieren. Fibrin ist wichtig im Falle einer blutenden Verletzung, hilft, also trägt Fibrin dazu bei, die
Blutung zu stoppen. Auf dem linken Bild sehen Sie, dass die Fibrin die Blutung stoppt. Fibrin ist diese etwas gelbliche Substanz, Flüssigkeit auf dem rechten Bild, die es unserem Organismus ermöglicht zu heilen. Was Sie aber wissen müssen, ist, dass wenn wir unter Stress stehen, zu viele Fibrin produzieren. Und Studien haben gezeigt, dass, also wenn wir 29 Jahre alt sind, haben die meisten von uns schon zu viel Fibrin in den Blutgefäßen. Und dies verringert die Effizienz der Mikrozirkulation. Auf dem linken Bild können wir sehen, dass die Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, sich frei bewegen. Aber auf dem rechten Bild können wir sehen, dass die Blutkörperchen so zusammenklemmen, also zusammenkleben. Wir können übermäßige Fibrinbildung mit Staus vergleichen. Familien können die Ferienhütte durch Staus nicht erreichen. Stammzellen können durch übermäßige Fibrinbildung die reparaturbedürftigen Organe nicht erreichen. Durch seine Inhaltsstoffe stärkt Plasmaflow auch die Integrität der Blutgefäße. Das ist wichtig, weil unsere Blutgefäße immer flexibel bleiben müssen. Dann bietet Plasmaflow auch eine bessere Sauerstoffversorgung des Blutes. Durch diese bessere Sauerstoffversorgung des Blutes und der bessere Fluss unseres Blutes wird unsere sportliche Leistung optimiert. Es heißt, die Ausdauer und die körperliche Erholung nach dem Training werden verbessert. Und zuletzt reduziert Plasmaflow oxidativen Stress. Durch einigen seiner Inhaltsstoffe, wie wir haben es gesehen, Zitrone, Astaxanthin, Kakaobohnen, Oliven und Sanddorn. Aber ich möchte auf oxidativen Stress zurückkommen. Wie entsteht oxidativer Stress und was sind seine Ursachen? Oxidativer Stress entsteht, wenn es eine Disbalance gibt zwischen Antioxidanten aus unserer Ernährung, Vitamin C, Vitamin E, Seelen und so weiter, und freien Radikalen, die wir heute schon erwähnt haben. Oxidativer Stress schädigt Fettgewebe, DNA und Proteine und Lipide. Und von dort aus können Pathologien auftreten. Diabetes, Arteriosklerose, entzündliche Herz- und neurodegenerative Erkrankungen und Krebs aller Art. Die Präsentation von Plasmaflow ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Und zunächst wird die Präsentation von C-Aktiv folgen. Bis bald!